Moin, moin, meine Freunde. Yes, Word. Heute kam wieder ein großes Paket an. Da haben wir wieder Spinnen bestellt. Ich bin sehr gespannt drauf, was drin ist. Denn es war wieder ein bisschen teurer. Und es war mal wieder ein neuer Online-Store, wo wir bestellt haben. Eine Sache, die mir jetzt schon auffällt, ist, ich habe Material fürs Terrarium bestellt zum verschließen. Und das war eine Rolle. Und dieses Paket, die Rolle ist 1,20 Meter breit und der Karton hier ist keine 1,20 Meter breit. Heißt, sie haben es geknickt. Und holy shit! Wir haben einen großen Karton genommen und haben da Styropor reingetan. Guckt euch mal das an. Das ist die Styroporbox. Holy fuck! Das ist es uninteressant, dass der Karton was drin ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt haben wir es auf. Schauen wir da mal rein. Wieder ganz viel Zeug drin. Okay. Haben wir Spinne Nummer 1, Spinne Nummer 2, Spinne Nummer 3, Spinne Nummer 4. Und Spinne Nummer 5. 5 Spinnchen, alle hier. Was mir jetzt schon mal auffällt, ist ein Leadpack. Oder sind das zwei Packs? War doch da. Es war drin, aber es war nicht befestigt. Also das Problem, was mir eine Freundin geschrieben hat, hatten wir jetzt wieder. Meine Rechnung. Und war, na gut, sie haben es wenigstens gebündelt. Okay, das ist so okay. So finde ich es gut, wenn sie es so gemacht haben. Dass halt dieses Netz, was ihr auf Terrarien und so weiter sehen könnt, dass sehr biegsam ist und so weiter, das haben sie wenigstens eingebündelt, das ist gut so. Ich hatte ja jetzt erwartet gehabt, dass sie es mir falten, was natürlich kacke ist. Und, holy shit, ich hatte eine Tüte mit kleinen Korkstücken bestellt. Ihr seht ja, wie riesig die Korkstücke sind. Ein bisschen Licht, Freunde, damit wir uns irgendwo was sehen, ne? So, hier die Packung mit den ganzen Korkstücken drin. Das sind große Korkstücke, keine kleine. Okay, die muss ich dann halt zuschneiden. Ein paar Dekopflänzchen, wo ich wahrscheinlich die Blätter abschneiden werde. So, dann noch neue Enclosure. Sie haben mir die falschen geliefert. Ich wollte eckige haben, sie haben runde geliefert. Die Kokonusschälchen. Nichts Besonderes, ne? Die finde ich kacke, vor allem hier. Scharfe Kanten und alles. Die finde ich nicht schön. Haben circa nur 1 € gekostet. Oh, guck mal, sie haben sogar den Müll vom Heatpack hier einfach nur reingeworfen. Das ist echt unter aller Sau. Muss ich sagen. Also das finde ich nicht gut. Alles auch nur lose reingeworfen. Muss ich ehrlich gestehen, da bin ich kein Fan von. Naja, gucken wir mal, ob die Spinnen okay sind. Würde ich sagen. So, hier haben wir das erste Ding für die Gramstola Rosser. Eins von meinen größeren. Und sie ist ja schon ready to come out. Da ist sie. Setzen wir uns einfach mal hier hin, dass sie rauskommen kann. Und hoffen einfach mal, dass sie rauskommt. Denn das ist ihr neues Zuhause, wird das sein. Da zieht sich wieder zurück. Da müssen wir sie halt rausholen. Entschuldigung. Aber you must go out. Welcome to your new home. To your new home. So. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Kuckuck, da ist sie. Da ist sie. Hallo. Oh, du bist echt groß. Ja. Geh da. Genau. Fällt gerade auf, dass ich gar keinen Catchkopf habe. Aber gut, das sollte eigentlich so gehen. Ne? Lässt du dein Tuch los? Lässt du bitte dein Tuch los? Lass los! Oh, sie hat sogar einen schönen glänzenden Hintern. Ne? Komm. Komm, lass los. Ja. Und das andere Beinchen. So, da ist sie, Gemstola Rosia.
wunderschön. Richtig Licht, wie ihr richtig sehen könnt. Also ein bisschen neigen, ist noch kein Wasser drin. Da ist sie. Sehr schön. Spinne Nummer 1 ist eingelocht. Kommen wir zur Spinne Nummer 2, wo ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher muss eigentlich. So, mein improvisierter Lichthalter. So, da kommt die Kermistrommel da. Pulschra rein. Ja. Kann man bitte absetzen? Können wir bitte rausgehen? Liebe Gommestola Pulschra. Hier, bitte in die andere Richtung. In die andere Richtung. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Kooperation. Sie sind angekommen. So, da ich noch nicht genau geguckt habe, wie groß die Insei ist, werde ich sie jetzt erstmal einfangen. Seht jetzt natürlich nicht so viel. Kann ich jetzt auch nichts drin ändern. So, hallo, ich bin böse. Oh, sie ist flink. Sie ist sehr flink. Ob ich die da reinkrieg? Ich weiß es nicht. Ja, zumindest schön. Muss sie da reinkriegen, oder? Oh. Sie will lieber auf meinen Handschirm, wa? Man sieht das gerade gar nicht so gut. Ich versuch's euch mitzuzählen. Okay. Ja. Okay. Nein. Geh da runter. Ja, sie ist wieder spinstig. Aber sie ist doch schon größer als erwartet. Eigentlich. Ja, geh da rein. Nein, geh da rein. Ja, du magst das Taschentuch, ne? Oh, sie ist schön. Sie ist beautiful. Guckt euch die an, sie ist wunderschön. Wenn die Kamera mal scharf stellen würde. Sie ist jetzt wunderschön. So, kriege ich jetzt irgendwie da rein. Ja. Oh. Geschafft, würde ich sagen. Avicularia versicola. Oh no. Oh doch, sie lebt noch. Ich dachte gerade, sie wäre tot. Oh, ich dachte schon. Okay, du bist auch relativ tiny. Ne, du versicola, du. Ja, du bist schön. Ja, beautiful. Komm. Komm. Bitte. Ja. Bitte. Ja. Ja? Bitte loslassen. Dankeschön. Ja, ist doch vielleicht doch schon ein bisschen zu klein für sie. Vielleicht so, bitte besser sehen. Da haben wir die Camprigae, die auch ziemlich cool aussieht. Oh. You look awesome, Camprigae. Ja, come on, move. Please. Don't be bolty. Hey. Du sollst da reingehen. Hallo, geh da rein. Die Frage ist, sie drin? Ich kann es natürlich nicht sehen. Oh, ne, da ist sie. Oh, sie ist runtergefallen. Jetzt ist sie drin. Schnell einen Deckel drauf. Da. Eine Camprigae. Sehr schön. 5 neue Spinnen, 5 neue Enclosure. Da sehen wir sie nochmal alle. Zack, zack, zack. Direkt die neuen Sachen noch benutzt. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich freue mich. Wenn ich die anderen drei jetzt noch oder auch noch umquartieren sollte, werdet ihr das mitsehen. Leute, es war einfach so dunkel, weil ich den scheiß ND-Filter von der Kamera noch an hatte. Sorry dafür. So, jetzt stehen sie erstmal hier. Hier sind die anderen drei Slings noch gewesen. So, hier sind sie alle. Und guck mal, meine Geniculata hat einen schönen neuen Enclosure bekommen. Und guckt euch das an. Alles schön neu gemacht und sie macht einfach alles wieder kaputt. Sie mag es einfach nicht. Sie hasst ihren Waterdish einfach unglaublich, ihr Wassernapf. Dafür die Balfori. Die zeigt sich endlich mal wieder in ihrem neuen Enclosure. Sie zeigt sich einfach frei. Buddy, sorry, also unser Kraushaar und unser Apoplossum. Er ist hoffentlich bald am Häuten. Und die Goldknie, die hat sich hier wieder verschanzt. Ich denke mal, die wird sich auch bald häuten.
Schauen wir, wie es da geht. 3 days later. So, ich hatte ja gesagt gehabt, wenn wir jetzt die Enclosure bzw. die Terrarien von den kleinen Spinnen mal ändern, dann filme ich das. Das haben wir jetzt gemacht. Hier ist es für die 3 Baumbewohner und das ist für unsere Sasemai. Die buddelt gerne, kriegt die sowas und die ist halt auch schon so groß. Du begrüßt auch alle. Sehr schön, Unterfall. Bist du also ich? Fast. Es krabbelt auf deine Hand. Wirklich. Ja, zurück. Was ist da rein? Falsche Richtung. Hallo, da ist dein Enclosure. Hallo? Willst du mich eigentlich verarschen da? Geh da rein. Du sollst graben, junger Mann. Da. Wenn das bei allen jetzt so wird, dann haben wir viel Spaß. Da. Nein! Es will nach oben. Ja, warum auch immer? Da. Komm her. So, ist der Deckel? Da ist der Deckel. So, dann nehmen wir als nächstes die Versicolor. Und die würde ich gerne hier reintun, glaube ich. So, das brauchen wir nicht mehr. So, Avicolara Versicolor. Ich hatte, Fun Fact, ich habe die Dinger nicht direkt beschriftet. Und dann saß ich da so, fuck, was war die Insei und was war die Camprigé? Hallo, was ist die Color? Ihr wollt alle auf mir rumlaufen, habe ich das Gefühl. Komm. Nee, andere Richtung. Es juckt die nicht, dass ich sie antippe. Komm jetzt aber. Nein! Mann! Schnell den Deckel. Und zack. Insei. Die hat sogar schon in ihrem neuen Zuhause gewebt. Dann kommst du freiwillig raus, oder? Ups. Nein. Ist runtergefallen. Achso, da ist sie. Ich dachte, Nein. Jetzt sie wäre wieder. Ups, na gut, das ist ein bisschen Erde mit rausgekommen. Ups. So, Camprigé. Da hockst du bist auch ein flauschiges Etwas, du bist einfach nur Insenei in flauschig. Oh, du bist springhaft. Und es war nicht scharf. Das ist nicht schlimm, aber es ist gesprungen. Es ist einfach rausgesprungen. Sie sind jetzt da unten unterm Blatt. Ja, wahrscheinlich. Und man sieht sie nicht. Da hockt sie. Ist halt braun auf braun. Ne? Ja. Ich glaube, ich muss nochmal Terrarium bestellen. Das soll es dann gewesen sein für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.